Aufgrund der aktuell hohen Energiepreise hat die Bundesregierung die Strompreisbremse beschlossen, die 2023 kommen soll. Das Ganze wurde jetzt in eine Formulierungshilfe für ein Gesetz gefasst. Und dabei wurden auch andere Gesetze noch mit angefasst, und zwar unter anderem das EEG 2023. Und was da genau beschlossen werden soll, darüber wollen wir im heutigen Video berichten. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. In 2023 soll sie jetzt also kommen, die Strompreisbremse, und zwar ab März und dann rückwirkend zum Januar, damit sich die Stromversorger auch technisch darauf einstellen können. Grundlage ist der Stromverbrauch von 2021. 80% dieses Stromverbrauchs werden in 2023 mit 40 Cent gedeckelt. Und in dem Zuge wurde eine Formulierungshilfe für einen Beschlussentwurf verfasst von der Bundesregierung, von SPD, Bündnis 90 Die Grüne und der FDP. Und darin wurden auch andere Gesetze noch mit angefasst, unter anderem das EEG 2023, was ja erst im Juli diesen Jahres reformiert wurde. Und jetzt ist man da nochmal auch an die Vergütungssätze rangegangen. Einspeisevergütung für Überschusseinspeiser und Volleinspeiser hat diese nochmal angehoben. Und das wollen wir uns im heutigen Video mal ansehen, weil das ist spannend für jemanden, der jetzt eine neue Photovoltaikanlage bauen will. Ähnlich spannend für denjenigen ist auch, ich drehe mich kurz um, unser Buch Photovoltaik für Einsteiger, ein Leitfaden hin zur maßgeschneiderten Photovoltaikanlage. Auf 176 Seiten beschreiben wir hier erstmal, was sind eure Grundvoraussetzungen, warum wollt ihr Photovoltaik überhaupt machen. Dann geben wir euch Ratschläge, wie groß sollte eure Photovoltaikanlage sein, welche Dachflächen solltet ihr betrachten. Wie sieht es aus mit Speicher? Ganz spannendes Thema. Wie groß sollte der Speicher sein? Was sollte er können? Welche Fähigkeiten sollte er haben? Dann, wie sieht es denn jetzt aus überhaupt mit dem Finanzamt? Wir haben viele Bilder drin, wir haben Text drin, wir haben Beispielberechnungen drin, wir haben Tabellen drin. Welches Gerät verbraucht eigentlich wie viel im Haushalt? Das alles in unserem Buch. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Photovoltaik für Einsteiger, für alle, die jetzt eine neue Photovoltaikanlage sich anschaffen wollen und noch nicht genau wissen, was da zu beachten ist. Ja, was auf jeden Fall zu beachten ist, sind die neuen Einspeisevergütungen, die von der Bundesregierung vorgeschlagen wurden. Und die schauen wir uns jetzt mal im Entwurfspapier genauer an. Hier haben wir also den Entwurf einer Formulierungshilfe der Bundesregierung für die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Und das ist der Bearbeitungsstand 22.11.22. Das ist also noch frisch neu. Und es ist ein Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen. Und da schauen wir jetzt mal genauer rein. Hier wird erstmal die Ausgangslage beschrieben. Dann haben wir hier die Zielsetzungen. Und in den Zielsetzungen finden wir auch, das haben wir hier mal markiert, das Gesetz enthält darüber hinaus weitere Anpassungen im Energierecht, unter anderem im Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2023, aus dem beihilferechtlichen Notifizierungsverfahren und zur Reaktion auf die steigenden Anlagenpreise bei Wind und Solar. Für die weiteren Inhalte dieses Gesetzes wird auf den Überblick zu Beginn des allgemeinen Teils der Begründung verwiesen. Hier geht es also darum, Preise, insbesondere auch für Photovoltaikanlagen, sind gestiegen und deshalb reagiert man hier auch mit einer Anpassung des EEG, das ja erst kürzlich neu festgelegt wurde. Ja, und dann müssen wir hier einmal ganz weit runter scrollen, und zwar auf Seite 69. Da bin ich jetzt schon ein Stück zu weit, da haben wir hier wieder was markiert, und zwar hier geht es dann im Artikel 6, das kann ich hier nochmal zeigen, um das EEG 2023, Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes, in Artikel 6 dieses Gesetzentwurfs. Und da sehen wir hier unten markiert, ganz wichtig für Neuanlagenbetreiber, Absatz 2 des Paragraphen 48, in dem die Einspeisevergütung geregelt wird, wird wie folgt geändert. Und dann haben wir hier die alten Sätze 8,6, 7,5 und 6,2 Cent. Vorsicht, hier 0,4 Cent Marktprämie immer abzuziehen. Hier oben habe ich euch ein Video verlinkt, wo ich das mal erklärt habe, warum das so ist. Und genauso auch bei den neuen Werten. 10,32 Cent entsprechen also eigentlich 9,92 Cent, die ihr ausbezahlt bekommt. Genauso bei 9 Cent sind es 8,6 Cent und 7,44 sind es, da wären es dann 7,04. Und das Ganze dann wie immer für Anlagen bis 10 Kilowatt Peak haben wir den oberen Wert, dann bis 40 Kilowatt Peak haben wir den mittleren Wert und bis 1 Megawatt Peak haben wir den unteren Wert.
Und das Ganze gilt auch für Volleinspeiseanlagen. Hier wird sogar die Diskrepanz zur Überschusseinspeiseanlage nochmal vergrößert. Und zwar ist das nicht nur die reale Auszahlungssumme, sondern das ist zusätzlich on top zu den Werten hier oben. Wir hatten also ursprünglich mal hier 13,2 Cent und das ist jetzt angehoben worden hier auf 16,08 Cent. Wie gesagt, Marktprämie abziehen, also eigentlich nur 15,66 Cent. Wie immer abziehen hier die Marktprämie, also eigentlich nur 15,68 Cent, aber trotzdem, das ist schon für eine Volleinspeiseanlage ein ordentlicher Wert. Und die Volleinspeiser hier gestuft nach 10 Kilowatt Peak für diesen Wert, bis 40 Kilowatt Peak für diesen, bis 100 Kilowatt Peak für diesen, bis 400 Kilowatt Peak ist es der hier unten und dann bis 1 Megawatt Peak zählt der unterste Wert. Ja, das sind die Änderungen bei der Einspeisevergütung und jetzt können wir uns nochmal angucken, ab wann das denn gilt, weil das interessiert natürlich auch viele und dafür müssen wir hier unten bei Inkrafttreten mal schauen, das ist gar nicht so weit darunter, haben wir hier Artikel 10 Inkrafttreten. Und da steht, dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Und Absatz 2 sagt dann halt, abweichend von Absatz 1 treten Artikel 2 Nummer 5 sowie die Artikel 3, 6, 7 und 8 am 1. Januar 2023 in Kraft. Ja, und das EEG ist Artikel 6, also ab 1. Januar 2023 tritt das Ganze in Kraft. Diese Formulierungshilfe verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe ansehen und zwar in der Version mit den markierten Beiträgen von mir. Ja, also gleich mehrere Vorteile für alle, die ab 1. Januar 2023 ihre neue Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen und zwar zum einen, ihr habt jetzt hier den Leitfaden Photovoltaik für Einsteiger von uns und zum anderen das Jahressteuergesetz, das auch noch nicht verabschiedet ist, sieht aber vor, dass Anlagen, die ab 1.1.23 in Betrieb genommen werden, also Abschlussrechnung, Lieferung und Leistung im Jahr 23, dass die von der Steuer befreit werden. Das heißt, ihr müsst da nicht mehr in die Regelbesteuerung gehen und auf Eigenverbrauch Umsatzsteuer zahlen, sondern ihr könnt gleich die Anlage ohne Steuer kaufen und habt mit dem Finanzamt gar nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt noch die gesteigerte Einspeisevergütung dazu von 9,92 Cent bis 10 Kilowatt Peak. Entsprechend größere Anlagenteile werden dann niedriger bezuschusst. Und ich habe das mal ausgerechnet, was das denn wirklich bringt, weil ich weiß ja, viele sagen schon bei 8,2 Cent, das ist lächerlich, wenn wir so viel für den Strom bezahlen müssen. Ja, die Differenz habe ich jetzt mal ausgerechnet und bei einer 10 Kilowatt Peak Anlage mit Speicher ungefähr 3000 Kilowattstunden Eigenverbrauch, Rest wird eingespeist, da seid ihr ungefähr bei 200 Euro pro Kilowatt Peak, die ihr quasi über die höhere Einspeisevergütung mehr wieder reinholt. Das heißt, ihr kompensiert beim Preis 200 Euro pro Kilowatt Peak. Ich habe das nochmal für eine 20 Kilowatt Peak Anlage ausgerechnet, mit Speicher auch und da seid ihr ungefähr bei 230 Euro pro Kilowatt Peak, weil ihr entsprechend mehr einspeist. Ich habe da mal 4500 Kilowattstunden Eigenverbrauch vielleicht mit dem Elektroauto eingepreist. Kann natürlich noch höher sein, dann sinkt natürlich wieder der Vorteil durch die höhere Einspeisevergütung, je mehr ihr selber verbraucht. Aber trotzdem immer noch die Einspeisevergütung ein ordentlicher Batzen. Bei der 10 kW Anlage sind wir dabei fast 10.000 Euro, die ihr euch in 20 Jahren wiederholt. Und wie gesagt, bei der kleineren Anlage 200 Euro netto auf den Kilowatt-Peak-Preis der Anlage. Bei der größeren sind es dann 230 Euro, steigt also ein bisschen mit der Größe der Anlage. Und das ist ungefähr das, womit ihr rechnen könnt, wenn ihr jetzt ein Angebot habt über 1.800 Euro netto zum Beispiel für die Photovoltaik ohne Speicher. Dann könnt ihr 200 Euro in Gedanken runterrechnen mit der höheren Einspeisevergütung. So sie denn kommt, das ist ja noch nicht klar. Das ist ja erstmal nur eine Formulierungshilfe für einen Entwurf, für einen Vorschlag. Das Ganze muss natürlich in den Bundestag, in den Bundesrat, genauso wie das Jahressteuergesetz, das in erster Lesung schon drin war, aber in zweiter und dritter Lesung noch nicht. Und wir bleiben natürlich dran am Ball, damit ihr das auch mitkriegt, wenn das wirklich konkret wird. Dafür ist es sinnvoll, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Wenn euch das Video dann auch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wie immer an dieser Stelle natürlich noch der Hinweis, wir können keine rechtlich verbindlichen oder steuerlich verbindlichen Aussagen hier treffen. Wir sind weder Steuerberater noch Rechtsberater. Da, wenn ihr da ganz sicher gehen wollt, geht mit diesen Vorabinfos von uns an die entsprechenden Experten ran und lasst euch da beraten, wenn ihr das haben wollt. Wir können es hier nicht leisten, ihr könnt euch nicht darauf berufen, was wir hier sagen. Wir sind nur Photovoltaikanlagenbetreiber, die in der Materie gut drinstecken und euch das Ganze so vermitteln. Aber das ist halt nur der Impuls, den wir geben und die Umsetzung, die obliegt natürlich euch. In diesem Sinne, Instagram bitte auch reinschauen, da sind wir auch vertreten, gewaltig nachhaltig. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.